Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Runde der Binding of Isaac Afterbirth. Ich muss mich gerade wegen, ich sag mal, privaten Dingen ein bisschen ablenken und ja, deswegen spiele ich mal Isaac. Das funktioniert meistens. Und ich würde gerne mal mit Kane was hinkriegen, ehrlich gesagt. Der Gute hat ja noch gar nichts geschafft. Mit ihm habe ich auch immer einen riesen Pech irgendwie. Der findet keine guten Items und meistens auch keine Schlüssel und so weiter, dass er Itemräume öffnen könnte. Also der Gute hat es schon nicht leicht. So, hier. Okay, jetzt habe ich schon mal eine Bombe und einen Schlüssel. Ist schon mal nicht verkehrt, aber solche Räume hier. Oh, solche Räume hier. Nee, die sind... Oh, die kleine Spinne. Komm her, du Mistvieh. Okay, du bist kaputt. Komm näher. Komm näher, damit ich dich treffen kann. Ha! Dumme Spinne. Ja, gut. Komm doch hoch. Danke. Noch eine Bombe. Aber wo ist mein Itemraum? Wo? Doofe Viecher. Aha, Bomben. Halbes Herz ist in Ordnung. Wo ist mein Itemraum? Da ist mein Itemraum. Leck mich, Spinne. Du bist das größere Gefahrenteil. Das Ding da hier, das geht. So, noch ein Schlüssel. Was gibt's hier noch Schönes? Eine große rote Spinne. Wow. Wow. Einen Cent. Ja. Wenn ich jetzt hier noch ein cooles Item kriege, dann bin ich sehr zufrieden. Hatte ich doch auch schon in einer Aufnahme. Little Gertie. Glaube ich. Ja, Little Gertie. Ja, es ist... Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Moment mal kurz. So, wieder da. Musste kurz auf mein Handy schauen. Weil, ja, ich muss mich ja ablenken, habe ich gesagt. Und deswegen könnte es sein, dass mein Handy jetzt ab und zu mal für Unterbrechungen sorgen wird. Ja. Ah, shit. Oh, auf diesen Kampf freue ich mich ja schon mal sehr, sehr, sehr überhaupt nicht. Ja. Es hat immer so random, wo der auftaucht. Aber ich glaube, diesmal sollten wir ihn hinkriegen. Sogar ziemlich gut. Kriegen noch ein HP ab. Und sind, glaube ich, relativ zufrieden mit diesem... Mit dieser Ebene, ja. Würde ich mal sagen. Dann... Oh nein. Solche verkackten Spinnen wieder. Little Gertie. Bitte tu was. Bitte tu was. Ah, du sollst die Spinne killen. Aber es ist kein Weltuntergang, Little Gertie. Keine Sorge, das geht in Ordnung. Oh fuck. Oh fuck. Oh, ja, das war jetzt schon nicht mehr so cool. Aber es war meine Schuld. War meine Schuld, Little Gertie. Ja, genau so will ich das sehen. Explodierende Viecher sind nie gut. Ja, das kann man sich merken. Viecher, die explodieren... Ja, nee, da sollte man keine Freund... Wow, Little Gertie, das war super. Ja, da sollte man keine Freundschaft aufbauen zu solchen Viechern. Ja, da wird man meistens so enttäuscht. Oh, fuck. Wie überlebe ich das jetzt am besten? Wenn ich das so mache, ja, dann werde ich getroffen. Klasse. Klasse. Nur noch ein verdammtes Herz. Das weiß ich, glaube ich, mittlerweile, was das ist. Wenn ich eine gewisse Anzahl Gegner besiegt habe, dann werde ich wieder ein bisschen geheilt. Glaube ich, habe ich mittlerweile so verstanden. Ja, und genau von solchen Gegnern spreche ich. Am besten kleine Gegner. Weil die großen, ja, die können mir wiederum Schaden machen. Ja, diese Pille ist gefährlich, die jetzt zu nehmen. Könnte bereits mein Ende bedeuten. Aber ich werde es riskieren. Ja, okay. Ja, oder solche Gegner, genau. Ich hoffe, ich heile mich bald mal ein bisschen. Offenbar nicht. Da oben wäre noch ein Raum. Ich gehe mal hier rein. Vielleicht kann ich ein Herz kaufen. Kann ich. Kann ich und muss ich sogar. Definitiv. Nehme ich mit und gehe zum Boss. Hallo, Larry. Oh, du bist aber ein langer Larry. Und... Ja, Little Gertie, ich glaube, du greifst besser von unten nach oben an. Seitlich ist Kacke. Ja, so triffst... Oh, shit, jetzt habe ich den geteilt. Oh, klasse, oh, klasse. Little Gertie, du bist doch ganz okay. Du bist echt ganz okay. Ja, würde ich sagen.
Aber du bist nicht okay, Larry. Ich mag dich nicht. Du magst mich vermutlich auch nicht. Außer zum Frühstück. Naja, für Frühstück ist ein wenig spät. Wir haben jetzt 10.36 Uhr, falls es jemand interessiert. Und ich werde in den Satanraum gehen. Oh, wieder Brimstone. Das linke Buch, da hatte ich auch mal in letzter Zeit. Was macht das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich muss Brimstone mitnehmen, komm. Ich muss es mitnehmen. Zwei Herzen war zwar ein bisschen teuer, aber ich hoffe, ich kriege mal noch ein HP ab. Ja. Ah, Brimstone. Ja, es ist halt wirklich gut. Es ist halt wirklich gut. Auch wenn es ein kleines bisschen zu stark ist, wobei... Nee, habt ihr gesehen? Jetzt habe ich mich gerade geheilt. Ich kann mit Brimstone eh noch nicht so richtig umgehen, deswegen ist es gut, wenn ich ein bisschen lernen kann, wie das funktioniert. Und so. Ja, ich kann noch nicht richtig abschätzen, wie lange der Aufladevorgang genau dauert. Da verpeile ich es teilweise ziemlich. Aber solche Räume sind dann kein Problem mehr für mich. Ich könnte sogar da nach unten gehen. Soll ich es versuchen? Nee, nicht solange ich keine Herzen auf der Karte offen habe. Das ist gefährlich. Ich möchte wenigstens die Chance haben, mich zu heilen für den Fall, dass irgendwas passiert. Und jetzt! Sehr gut. Komisches Trinket. Ich nehme es mal mit. Itchy Taste. Ich glaube, da werden teilweise blaue Fliegen gespawnt. Kann das sein? Stirb bitte. Danke. Dann du da drüben. Little Gerdy, wo warst du gerade? Hast du dich mal ein wenig umgesehen? Ah, das darfst du natürlich. Keine Sorge, das darfst du. Seh dich ruhig um. Da möchte ich gerne rüber. Jetzt schon? Ich weiß nicht. Natürlich jetzt schon. Pheromones, super. Soulheart nehme ich mal noch nicht mit. Da drüben komme ich nicht hin. Und bah, sehr gut. Ja, Brimstone und Little Gerdy, das ist schon ziemlich gut. Ziemlich, ziemlich gut. Jetzt hätte ich da ein halbes Herz. Oh, Verzeihung. Musste gerade niesen, das muss ich dann rausschneiden. Ich hoffe, ich denke daran. Ansonsten, sorry, dass es so laut war. Ja, ich nieße meistens extrem laut. Ich kann da gar nichts für. So, und dann haben wir hier... Oh, nein. Ja, lalalala. Nein, uncool. Little Gerdy. Tu deine Pflicht. Blam. Ja, und wieder habe ich meinen Brimstone verkackt, verdammt. In Ordnung. Scheiße. Ja, da eine blaue Spinne. Die kam jetzt wegen meinem Trinket, glaube ich. So, tot. Wir kriegen... Ja, ganz okay. Ganz okay. Und wo ist jetzt mein Soulheart? Da oben ist mein Soulheart. So. Ich habe noch diese Scheißpille. Werde ich dann im nächsten Gegnerraum einfach einsetzen. Ja, ich glaube, das ist ganz okay. Na, los geht's. Und BAMS! Ja, ich glaube, die sind dann quasi verliebt und greifen mich einfach nicht an. Oder irgendwie so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was das genau bringt. Gut, und du da oben. BAMS! Oh, gut. 5 Cent? Nehme ich immer gerne. Mit 8 kann man eventuell schon mal was anfangen. Aber 15 wäre halt dann schon optimaler. Wow, shit. Danke. Da haben wir nochmal einen Cent. Und ein Rusty Key. Rusty Key, was tut der nochmal? Ich weiß es nicht. Jetzt feels lucky. Kriege ich da einfach nur einen Luck ab oder was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich nehme es mal mit. Ich nehme es einfach mal mit. Vielleicht, ja, ist es ja gut. Auf irgendeine Art und Weise. Oder heißt das, dass ich da mehr Schlüssel finde einfach nur? Oder... Ja, wer... Oh, nein! Little Gerdy, gut, dass dir nichts passiert ist. Das hätte ich jetzt irgendwie schade gefunden. Gut, 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 gut. Little Gerdy, hilf mir! Oh, gut. Die Spinnen müssen zuerst weg. Die Spinnen müssen echt zuerst weg. Oder so. So geht auch. Und diese noch. Und dann war's das.
Schlüssel spawnt hier oben, das ist nett. Ja gut, da in der Mitte steht ein Pilz. Hätte der Schlüssel nicht mal Platz gehabt. Es könnte halt echt gerade sein, dass ich mehr Schlüssel finde jetzt. Wegen dem Rusted Key. Was haben wir hier? Stärke. Ja. Ja, okay. Ist nicht das Schlechteste, was man haben kann. Oh. Du dämliches... Nerv nicht rum hier. So, was haben wir da? Shiny Rock. Da funkeln Steine mit Items drin. Oder wo sich so ein Kriechkeller darunter verbirgt. Ja, da zum Beispiel. Habt ihr es gerade blinken gesehen? Da, tatsächlich. Und da haben wir... eine rote... Kiste. Oh, Tele... Oh, 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 oh. Oh, oh, und ein weißes Herz. Muss ich mitnehmen? Ich glaube, der Raum verschwindet. Ich weiß nicht, ob ich das nehmen soll. Ich weiß nicht, was es genau macht. Ich lasse es. Ist bestimmt dumm, aber ich muss es lassen. Ja, es tut mir leid. Ich sehe meine Herzanzahl und muss sagen, nö, lieber nicht. Was haben wir hier drin? Weiß ich nicht. Holy Light. Ich nehme an, das funktioniert nicht mit Brimstone, oder? Nehme ich mal da. Wow. Ja, gut. Ja, das Soul Hub brauche ich dann selbstverständlich da drüben. Aber nach dem Bosskampf dann. Natürlich erst nach dem Bosskampf. Hier ein bisschen taktisch klug spielen. Genau so zum Beispiel. Dann, dann das hier. Und dann das hier. Noch ein Schlüssel. Gehe ich sogar in den Shop rein. Was ist das für ein Auge da? Ja, hier gibt es auch ein Soul Heart, habe ich gesehen. Für 15 werde ich das bekommen. Hier habe ich noch zwei. Heißt, ich brauche eigentlich noch drei Münzen. Brauche im Prinzip noch drei Münzen. Mal sehen, ob wir die vielleicht dann noch finden werden. Aber erstmal gehen wir zum Boss. Setzen das hier ein, die Stärke. Gott, wie ich das Vieh nicht mag. Little Gertie. Bitte. Ah, shit. Hab meine Taste irgendwie gehangen. Und er ist schon tot. Gut. Oh, HP ab nochmal. Klasse. Dann nehme ich das mit. Selbstverständlich. Dann, ja, hoffen wir noch, dass wir 3 Cent finden. Dann nehmen wir Soul Heart mit. Nehmen auch das Soul Heart mit. Nehmen 2 Bomben mit im Austausch von einer. Das Herz ist jetzt außerhalb von meinem Körper. Das sieht ein bisschen verstörend aus. Ja, habe ich noch nie so wirklich drauf geachtet. Das war gut, kriege ich aber gar nichts. Ja, eventuell ist in dieser... Ja, doch, funktioniert. Eventuell sind hier noch Geldstücke drin. Nee. Tier ist ab. Wow. Ich glaube, ich sollte... Da unten sind noch Münzen. Ich glaube aber, ich sollte keine Pillen mehr aufnehmen, die ich nicht kenne. Weil es könnten eigentlich nur noch schlechte kommen. Na, da habe ich doch mein nötiges Geld zusammen. Sehr schön. Sehr schön. Ich hoffe, das lohnt sich auch, dass ich mir dieses Item da unbedingt holen möchte. Falscher Weg. Ja, ich hoffe echt, das lohnt sich. Ja, aber ich möchte ja alle Item auch mal eingesammelt haben für... ja, für die Collection halt, nicht wahr? Deswegen, früher oder später, möchte ich es eh mal haben. Vielleicht ist es ja was Cooles. Double Item Vision. Oh! Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das natürlich ein bisschen aufgespart. Scheiße. Okay, fürs nächste Mal weiß ich das. Gut. Das war jetzt quasi ein teures Soul Heart für mich. Dumm. Naja, gut, was soll's. Was soll's. Ich habe wieder was gelernt und das ist doch auch schon mal was. Dann, ach so, ja, kriege ich noch mein Herz. Das finde ich auch sehr praktisch. Dann euch da drüben töten. Erstmal dich da. Dann dich hier. Und dann noch dich. Schlüssel. Mitnehmen bitte. Das ist hier ein großer Raum. Oh, fuck. Ah. War ja ganz okay. War ja echt ganz okay. Das war auch ganz okay. Ja, Brimstone ist halt wirklich zu stark. Aber hey. Warum sollte ich Brimstone liegen lassen? Oh, fuck. Ja, der Deal hat sich definitiv gelohnt. Ich habe wieder genug Herzen an sich. Deswegen, ja. Glaube, habe ich nichts falsch gemacht.
Oh nein! Nein! Dann du hier. Dann du hier. Ja, mein Brimstone ist ein bisschen besser als euer. Wisst ihr das? Deswegen. Ha, weil meiner trifft auch. Gehen wir hier lang. Machen. Wow. War knapp. Dann gehen wir. Doch, wir gehen zum. Ne, wir gehen noch nicht zum Boss. Ich sehe mir zuerst noch alles an. Ich kriege auch noch irgendwo einen Itemraum, hoffe ich. Und ja, den werde ich dann auch gerne mitnehmen, bevor ich wieder einen Kampf antrete. Wow! Das war gut, dass ich da nicht getroffen wurde. Dann hier. Und dann so. Und auf der anderen Seite, zack, dass ich gut ausweichen kann. Pille, wie gesagt, die möchte ich jetzt nicht mehr haben. Wobei doch. Ja, okay, war jetzt nichts Schlechtes. Aber jetzt sollte ich echt aufhören damit, weil früher oder später werde ich eine schlechte erwischen und dann kotzt es mich an. Hm. Ich habe 12 Schlüssel. Ich könnte mal mit dir handeln. Wie viel muss ich dir denn geben? Wie viel muss ich dir denn geben? Scheiße! Scheiße, du willst viel zu viele! Ja, ich wollte schon sagen, aber jetzt möchte ich auch was haben dafür. Ich könnte ihm noch mehr geben. Ich versuch's einfach mal. Okay, ja gut, er ist eh weg. Attack Fly. Ja, warum nicht? Bitte weggehen. Danke. Du bitte auch. Oh, ist das angenehm, dass ich euch von vorne treffen kann. Das ist echt schick. Echt schick. Herz brauche ich nicht. Ja, ich habe jetzt viele, viele Schlüssel liegen lassen. Aber eventuell hat es sich ja gelohnt. Könnte ja sein. Trollbombe. Lasst mir explodieren, meinetwegen. Stört mich nicht. Du störst mich auch nicht. Wow, wie weit geht es denn noch hier? Okay, da ist Ende. Und jetzt sind wir gespannt. Wir kriegen... Rotten Baby ist das, glaube ich, oder? Ja. Das ballert halt auch ein bisschen in der Gegend rum. Nee, stimmt, der ballert fliegen. Stimmt ja. Eigentlich auch eine gute Sache. Da will ich nicht reingehen, aber das weiße Herz nehme ich jetzt halt einfach mal mit. Ich glaube, wenn ich getroffen werde noch, dann... Geht dann erst das Soulheart flöten? Oder das weiße Herz? Das weiß ich jetzt halt gerade nicht. Das weiß ich jetzt halt echt gerade nicht. Aber ich kann hier eigentlich nicht mehr getroffen werden. Ich war jetzt überall, wo ich hin möchte. Und wir gehen weiter in die nächste Ebene. Was sage ich eigentlich zu dem ganzen... Ah, ich habe den Gegner noch gar nicht besiegt. Scheiße. Was sage ich eigentlich zum bisherigen Run? Bisher war es gerade noch in Ordnung, aber jetzt wurde ich zu oft getroffen. Zu oft. Und bam. Gut. Oh nein. Okay. Okay, hör auf, liegen zu spawnen. Das ist echt nicht nett von dir. Bams. Du hast irgendwie keinen Bock mehr auf den Brimstone, kann das sein? Naja, mir soll es recht sein. Da bist du nämlich noch eine kleinere Bedrohung. Ah, da wieder. Nicht auf meinen Little Girl, die Baller, bitte. Ich mag den Kleinen. Und wir kriegen HP ab, Luck ab, das ist auch gut. Und das hier ist... Ich nehme es mal mit. Oh, Krampus freigeschaltet. Evil up. Okay. Ja, ich denke mal, es hat sich gelohnt. Hoffe ich. Wenn nicht, dann sorry dafür. Sorry dafür. Sind wir jetzt schon auf der Ebene, auf der Mom kommt? Ich glaube ja, oder? Ich glaube echt ja. Will mir das gefallen? Natürlich nicht. Gut. Dann du noch da. Und zum Schluss noch du da drüben. Sehr gut. Kriegen wir Bomben. Schlüssel. Ja gut, ich habe wieder 5 Stück. War okay. Dass ich dem Typen gespendet habe. War, glaube ich, ganz okay. Aber es könnte echt sein, dass ich wegen diesem Rusty Key mehr Schlüssel finde. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist echt so. Batterie. Ja, brauche ich nicht mal. Vor diesen Räumen habe ich immer ein wenig Angst. Gut. Und, ah, shit, da war ich zu langsam. Das schwarze Herz ist schon wieder zur Hälfte weg. Das ist unschön. Wow, hört auf damit. Da Mom jetzt, glaube ich, schon kommt, werde ich noch den Rest dieser Ebene ansehen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Diese Münze, auf die, ja, kann ich gut verzichten. Hier oben hätten wir... Spielomat, aber ich muss mich eh treffen lassen und deswegen... Nein, danke. Nein, danke.
Wow, warum explodiert ihr? Uncool. Noch ein Schlüssel, meine Güte. Okay. Der Schlüssel-Run. Okay, das ging auch verdammt schnell. Das ging auch verdammt schnell. Sieht man eigentlich, wie viel Schaden Brimstone macht? Nee, sieht man hier nicht. Alles klar. Oh nein. Okay, 3 Stück besiegt. Das war in Ordnung. Oh, meine Fliege hat den Kerl erledigt. Habt ihr gesehen? Rotten Baby ist offenbar schon sehr geil. Und zack. Eine Pille? Nee, die möchte ich jetzt aber nicht mehr einsetzen. Ich möchte nicht, dass irgendwas Bösartiges passiert. Es können ja bösartige Dinge passieren. Das weiß man ja. Wo baller ich denn hin, bitte? Wo baller ich denn bitte hin? Wow, das war gut. Soul Heart, ja, nehme ich mit. Selbstverständlich nehme ich das mit. Bam. Dann du hier. Ich sagte du hier. Dann du hier. Und zum Glück bist du auch schon Geschichte. Nehmen wir mit. Hier drin haben wir... Ist das die Bibel? Nee, Book of Revelations, da kriege ich... Genau, immer ein Soul Heart. Ja, okay. Ja, doch, ist okay. Ich gehe hier rein, man weiß ja nie. Ich könnte mir eine Bombe kaufen. Oder vielleicht auch gleich einen Schlüssel. Oder halt den Kompass, aber so viel Geld kriege ich nicht mehr zusammen. Und dann möchte ich da noch rechts lang gehen, und zwar hier. Ja. Ja. Und, ah, komm schon. Kriege. Aha. Aha, 13. Für 15 würde ich den kriegen, glaube ich, oder? Ja, für 15. Ich glaube, ich hole mir den noch, wenn ich noch 2 Münzen finden würde. Hm, ich könnte jetzt halt auf diesem Glücksding spielen. Da würde ich bestimmt noch eine Münze abgreifen können, aber... Hm. Ja, die könnte ich in die Luft jagen, genau. Ah, Batterie. Nehme ich. Solar. Und dann können wir zu Mom gehen. Glaube ich. Ja, Mom. Leck mich, Mom. Wow. Eine andere Tür aufgehen, bitte. Eine andere Tür aufgehen, bitte. Was zum? Warum geht... Hallo, warum geht keine Tür auf? Ich kann halt kaum Schaden machen, so. Weil ich mich halt immer zuerst aufladen muss. Versteht ihr? Da muss ich um Mom herumlaufen. Und dann, ja... warum passiert mit den Türen nichts? Ja, genau sowas meine ich. Ja. Ja. Irgendwie ist der Kampf gerade komisch, kann das sein? Ich würde sagen, ja. Ah, ich wurde natürlich wieder getroffen. Bam. Der Kampf ist echt seltsam gerade. Es geht immer nur eine Tür auf, dann passiert das. Ich verstehe es nicht. Oh, HP ab und Regenerationsdingens. Oh, es läuft gerade sehr gut. Es läuft gerade echt gut. Und das Rotten Baby ist echt auch super. Ist echt auch super. Ich würde sagen, Kane, es könnte sein, dass du gerade einen guten Lauf hast. Ja, nicht zuletzt wegen Brimstone. Mein Handy klingelt nie, das finde ich sehr verdächtig. Das finde ich jetzt halt wirklich sehr verdächtig. Oh, und ich weiß jetzt auch, was der Schlüssel macht. Auf dieser Ebene verbrauche ich jetzt keine mehr. Ich würde sagen, ich versuche das hier sogar. Ja. Aber es... Ah, fuck! Ja. Ah, da, da, da. Ja, ich habe jetzt das Item halt mitgenommen, obwohl es mir gar nichts bringt. Aber Kane sieht halt wesentlich cooler aus, so mit seinen Geldaugen, ja. Da unten hast du schwarze Dinge gespawnt, ich habe es gesehen. Oh, shit! Was? Oh mein Gott! 4 Monstros! Oh, shit nochmal! Oh, das ist böse. Das ist echt böse. Das ist halt echt böse. So, ich habe jetzt hier oben noch 1,5 Herzen. Ich habe nur noch 1 Soul Heart, heißt, ich werde diese Herzen dann bald brauchen, vermutlich. Gut. Ja, okay, wieder ein Soul Heart. Ist in Ordnung. Mein Buch ist auch bald wieder voll. Deswegen... Ja. Hier könnte ich auch noch spielen im Prinzip. Aber ich brauche jetzt... Ah, mein Buch ist voll. Ha. Ja, ich brauche jetzt eh keine Dingens mehr.
Kein Geld, glaube ich. Ansonsten weiß ich ja, wo ich Geld finden kann. Hier zum Beispiel. Gut. Und dann... eventuell macht dieses Item da, das ich mitgenommen habe, diese Greed-Augen ja auch, dass ich mehr Geld finde. Das könnte ja auch sein. Weiß ich's? Nö, weiß ich nicht. Deswegen spekuliere ich mal und sage, möglicherweise. Wie gesagt, falls ihr das wisst, dann bitte schreibt's mir. Ich habe noch einiges zu lernen in diesem Spiel. Und ich bin auch bereit, das zu lernen, weil es macht echt Laune. Es macht echt Spaß. So, das ging schnell. Da leben noch mehr. Ja, tatsächlich leben da noch mehr. Lebt da noch irgendwo einer? Natürlich lebt da noch irgendwo einer. Das war's. Noch ein bisschen Geld. Da oben ist nichts mehr, aber da unten geht's noch weiter. Oh, fuck! Ihr seid scheiße. Hm, warum wurde ich jetzt erwischt? Warum wurde ich jetzt erwischt? Oh, ihr da drüben. Kein Problem. Ja, gehen wir zum Boss, komm. Der Tod. Ja, ich könnte mir schlimmere Gegner vorstellen. Echt. Wow! Was war jetzt das? Shit. Sense habe ich nicht gesehen. Sense habe ich echt nicht gesehen. Was macht er da immer? Hat er echt so ein Spacebar-Item, theoretisch? Ja, hör auf, solche Gegner zu spawnen. Das ist uncool. Du kannst gar nichts, weißt du das? Du bist schon tot. Ich habe hier noch eine Batterie. Für noch ein Soul Heart. Dann habe ich hier noch einen Cube of Meat. Auch gut. Und eventuell... oh, shit, das ist jetzt Krampus. Oh, shit, das ist jetzt echt Krampus. Ein neuer, bösartiger Boss. Wow! Wow! Ja, ist klar. Habe ich jetzt gar nicht ausweichen können. Du musst schnell tot gehen. Danke. Head of Krampus. Und... ein Stückchen Kohle. Ein Xmas Present. Ja, super. Nee, ich möchte noch nicht weiter. Ich habe jetzt keine Soul Hearts mehr. Was nicht so toll ist. Wow. Ah, verstehe. Dieses Stückchen Kohle macht offenbar meinen Brimstone anders. Ich weiß nicht, ob er ihn stärker macht, aber er macht ihn auf jeden Fall anders. Wo will ich noch hingehen? Hier links will ich noch hingehen. Wow. Ja, ich habe auf jeden Fall eine stabile Stärke. Doch. Definitiv. Könnte ich noch hier reingehen, weil ich habe ja Herzen. Ja, oh, super. Super. Ich kann mir Herzen holen, deswegen kann ich so einen Scheiß auch machen. Dieser Raum ist super, muss ich sagen. Er ist echt toll. Er ist echt toll. Ja, ich glaube, da unten sind... ja, komm, ich gehe direkt nach oben. Ah, da ist sogar noch ein Raum, wo ich nicht war. Gehen wir natürlich auch noch da lang. Das war hier. Vielleicht kriege ich ja noch was Schönes. Ja, besser als gar nichts. Immerhin noch eine kleine Aufladung für mein Buch. Ist auch ganz okay. So, und ich hole mir auch noch das hier. Ah ja, hier habe ich mehr als genug. Ich könnte sogar echt noch zu diesem Blutomat gehen. Blutspendemaschine. Wie auch immer. Aber nö. Aber nö. Wo muss ich lang, verdammt? Ah, da lang. Da lang, da lang, da lang. Verwirrende Karte. Für mich, ja, gerade. Aber, geh rein da. Wir kriegen es ja hin. Fühle ich mich stark genug für Mom's Heart? Ich denke ja. Ich denke ja. Wenn nicht noch irgendwie was Unvorhersehbares passiert, dann ja. Ich meine, ich habe Brimstone, ich habe Little Gertie. Das ist eigentlich eine gute Kombination. Hier möchte ich gerne reingehen. Oh ja. Na, aber hallo, nehme ich. Dann... wisst ihr was? Ich öffne einfach mal... da unten ist ja noch so ein Ding. Noch so ein Ding. Ich schiebe diese Kiste mal darüber. Katzenkopf. Was macht der? Ah, der spawnt Fliegen, alles klar. Nö, dann hätte ich aber gerne... Soul Heart. Ah, komm. Ich mache mir jetzt diese Arbeit nicht. Ich spreng einfach alles auf. So. Habe ich jetzt schon wieder diesen Katzenkopf, verdammt. Wow, klasse. Ja gut, Schlüssel brauche ich jetzt definitiv nicht mehr. Was haben wir hier drin? Eine Karte. Hierophant, auch gut. Was haben wir hier? Oh Gott, was ist das? Oh Gott, was macht das? Das will mir nicht gefallen, Leute. Das will mir echt nicht gefallen.
Bob's Brain. Das hatte ich jetzt noch nie. Ich hoffe nicht, dass es was Böses ist. Ich weiß nicht. Ja, das können wir auch ruhig machen. Ja. Oh mein Gott. Ja, jetzt habe ich zwar einen Schlüssel verschwendet, aber ist mir egal. Ich habe genug. Oh Gott, einfach Little Loki hier. Was machst denn du hier, du Mistkerl? Was machst du einfach so hier in diesem Raum? Willst du mich verarschen? Ich würde gerne diesen Turm loswerden, danke. Okay, du bist kaputt. Und diese Hälfte ist auch kaputt. Alles noch gut. Was macht jetzt dieses Gehirn? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht wirklich was gesehen von ihm. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, ich habe mich wieder regeneriert. Und ich habe immer noch den Hierophant. Ich glaube, den setze ich dann einfach ein vor dem Warmkampf. So, du bist tot. Du bist auch tot. Ja, und auch noch den goldenen Schlüssel, super. Ja, ich setze mein Buch ein. Und setze mein Buch gleich nochmal ein. Dann habe ich sehr viele Soul Hearts und sehr viele Herzen. Alles ist in Ordnung. Da oben war ich noch nicht. Oh Gott, ja, da oben will ich auch nicht sein. Wusch. Wusch. Was macht das Wusch? Vermutlich funktioniert es nicht mit dem Brimstone, aber ich nehme es trotzdem mal mit, weil, wie gesagt, Schlüssel brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Oder doch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube definitiv nicht. Hier unten? Oh nein. Oh nein. Was war das? War das gerade das Gehirn? War das gerade das Gehirn, das explodiert ist? Das finde ich jetzt ein bisschen gefährlich. Jetzt ist das Hirn auch weg. Nee, jetzt ist es wieder da. Seltsam. Seltsam. Tatsächlich, das Hirn geht zum Gegner und explodiert dann. Oh, Karten. Setze ich mal ein. Jage es in die Luft. Kriege dafür eine Pille. Weiß ich nicht, was es ist, deswegen nein, danke. Das ist der Hierophant und das ist nochmal so ein Teil. Ja, komm, warum nicht dran spielen? Oh. Oh. Du droppst mir ganz viele Trinkets. Und Soul Hearts. Und Karten. Gleich einsetzen. Yeah, jetzt habe ich ganz viel Geld. Noch eine Karte. Oh mein Gott. Ja, gut. der Magnet, von dem weiß ich wenigstens, was er macht. Bei den anderen beiden muss ich dann kurz nachsehen. The Fool will ich nicht, was? You are playing it wrong. Warum? Follow the Zebra. Was? Fischkopf. Ah, jetzt ist sie kaputt. Also Leute, ich habe nämlich hier eine Liste gemacht mit den ganzen Trinkets und jetzt kann ich sogar nachsehen, welches Ding was macht. Also das hier müsste der Budpenny sein. Das möchte ich nicht haben. Der Fischkopf spawnt blaue Fliegen. Wenn ich Schaden nehme, will ich eigentlich auch nicht haben. Oh Gott, es gibt zu viele. Das Ding hier erhöht den Rückstoß, das Weiße und das andere. Das hatte ich auch schon mal eingesammelt. Habe ich mir das nicht notiert? Habe ich mir das jetzt echt nicht nur durch da? Das Ding erhöht irgendwie die Chance, dass wenn ich was einsetze, eine Karte oder eine Pille oder so, dass die erneut droppt. Ja. Was soll ich mitnehmen? Was soll ich mitnehmen? Ich überlege gerade echt. Ja, komm, ich nehme das hier mit. Nehme das hier mit. Und was war das nochmal für eine Karte? Der Hierophant, ja genau. Oh Gott, ich habe viel zu viele Soul Hearts im Moment. Wäre es nicht mal schlimm, wenn ich mal noch getroffen wäre. Ich kann ja gar nicht mehr Soul Hearts haben. Aber Hauptsache, ich habe den Hierophanten dabei. Das ist ziemlich gut. Aber ich kann mir jetzt wirklich noch ohne Probleme alles ansehen. Ich kann es mir echt leisten, getroffen zu werden. Ich habe so dermaßen viel Geld. Das ist unglaublich. Wow! Little Gertie, warst du das? Wow, ich kann mir jetzt einfach so aufs Mal, wenn ich es brauche, 3 Soul Hearts droppen lassen. Wegen meinem Buch und dem Hierophanten. Das ist echt cool. Das ist jetzt echt cool. Ich habe jetzt echt mehr, als dass ich wirklich brauchen kann. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sage. Das sind nur Herzen und keine Masken? Das ist seltsam. Das ist echt seltsam. Naja, was soll's.
Ja, gehen wir zum Boss. Da kann ich mir jetzt echt viel erlauben, würde ich sagen. Aber trotzdem möglichst gut spielen. Gott, das ganze Zeug hier. Wie geil. Okay. Legen wir los. Mom's Heart. Mom's Heart. Mom's Heart. Ja, ja, du mich auch. Hier hast du eine Bombe noch. Ah, shit. Die war scheiße gelegt. Aber die trifft. Ja, seht euch das an. Wow, Bob's Brain hat was gemacht. Ich glaube sogar was Gutes. Wenn ich hier stehe, kann mir kaum was passieren. Echt? Ja, doch, jetzt wurde ich ja getroffen. Naja. Naja. Du bist schon tot. Du bist schon tot. Was? It Lives freigeschaltet, Suicide King freigeschaltet. Da, ich weiß nicht, was das für Zeugs ist. Blue Bomber auch freigeschaltet. Hm. Aber was ich nicht verstehe, warum erscheint Satan nicht mehr? Ich meine, bei meinem vierten Durchgang oder so, der erfolgreich war, tauchte Satan auf und ich konnte den bekämpfen, aber... Ja. Verstehe ich halt nicht ganz. Warum taucht Satan nicht mehr auf? Aber egal, wir haben es mit Kane geschafft und das sogar ziemlich, ziemlich gut, würde ich sagen. Wir hatten sogar noch zu viele Soul Hearts. Das ist echt cool. Und es ging auch relativ schnell, würde ich sagen. Ja. Was war das Verstörendes? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall war es ein erfolgreicher Run mit Kane. Er hat seinen Momkill auch geschafft und das freut mich auf jeden Fall. Gut Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit The Binding of Isaac Afterbirth. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ja, ich möchte am Schluss immer noch sehen, was für Items oder was auch immer, das ich freigeschaltet habe. Deswegen jedes Mal der Abspann.